Und da ist mir dann so ein bisschen durch den Kopf gegangen so, warum hat man uns denn eigentlich in der Schule nicht beigebracht? Was soll man eigentlich den Kindern heutzutage in der Schule beibringen? Was ist eigentlich, worauf kommt es eigentlich an? So, Freunde, mal ganz kurz als Zwischenthema, nur um euch mal kurz zu zeigen, wo wir uns hier befinden. Ist das nicht also wirklich ein Traum? Ich finde, guck mal her hier, guck mal an meine rechte Seite. Wann, wie, wo, wie stülpe ich mir ein Kondom über? Was ich mitkriege, ist tatsächlich nicht sehr lebensvorbereitend. Du hast überhaupt gar, wenn du nach der 10. Klasse oder Abi aus der Schule kommst, hast du keinen Plan. Null. Genau. Sieht witzig aus. In Regel Nummer 1, es wird nicht über den Five Club gepfiffen. So, meine Freunde. Oh, Alter. Ey, actionmäßig. Da ist wohl was schief gegangen. Da hat sich wohl der Fehler. Toll, Alter. Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Aber Norm kriegt das bestimmt. Jetzt geregelt. Haben wir richtig zu tun. Norm kriegt das geregelt. Aber daran sieht man mal wieder, was ja eigentlich ein spannendes Thema ist. So perfekt ist das alles ja nicht, wie man sich das immer vorstellt. Das ist ja nicht so einfach, ja. Aber herzlich willkommen bei Hübsche Söhne. Das ist Pete, mein Name ist Norm und wir sind Hallöchen. Heute ein bisschen in der Natur unterwegs. Wie ihr an diesen tollen Blitzern erkennen könnt. Das ist wirklich, das haben wir sonst nie gehabt, diese Blitzer. Ne? Ich, glaube, dass wir diesmal vor der Folge auf jeden Fall diese Einblendung machen müssen, die auch immer kommt, wenn man die PlayStation startet. Ach so, mit den epileptischen Anfällen und diese Warnung. Und so, ja, irgendwie, aber woran liegt das? Liegt das an unserer neuen Effektsoftware, die wir eingebaut haben? Naja, das ist alles Special Effects. Wir arbeiten ja jetzt mit den Jungs von Pixar zusammen. Die machen ja das Post-Workout. Post-Production. Production. Aber es ist schon ein traumhaftes Bild. Also das auf einer Skala von einer 1 bis 10 auf jeden Fall eine 12. Das Ding ist ja, wir machen uns ja immer Gedanken über das Bild und machen und tun und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, dass das ja nicht so wichtig ist. Ich habe neulich zwei Sachen eigentlich durchlebt in meiner Phase zum Erwachsenwerden. Okay. Zum einen ist es natürlich so, dass ich aufgrund meiner beruflichen Situation regelmäßig meine Steuern machen muss. Ne? Okay. Und zum anderen ist es so, dass ich aufgrund meiner beruflichen Situation auch gezwungen bin, mich selber um meine Altersvorsorge zu kümmern. Ja. Und da habe ich halt... Meine Fresse. Alter, ist denn mit ihm kaputt? Wie kann man denn... Also der ist hier wirklich... Ja, und auf jeden Fall ist mir dabei aufgefallen, dass das unfassbar kompliziert ist, sich um seine Altersvorsorge zu kümmern, genauso wie das unfassbar kompliziert ist, sich auch um Steuern zu kümmern. Ja, also das ist ja wirklich ein ganz krasser Dschungel in Deutschland. Und da ist mir dann so ein bisschen durch den Kopf gegangen so, warum hat man uns das eigentlich in der Schule nicht beigebracht? Gute Frage. Ja? Es gibt so Sachen, die lernst du in der Schule, die brauchst du tatsächlich nie wieder im Leben. Wurzeln genau. Ziehen zum Beispiel. Ja, das ist eine Sache, das kann... Für einen Zahnarzt, klar, kann das überhaupt. Klar, aber du wirst halt wahrscheinlich nie beim Späti an der Kasse stehen und sagen, ah, das kostet die Wurzel aus 9, genau. Die übrigens 3 ist. Ja, und da ist mir so ein bisschen die Frage durch den Kopf geschossen, was soll man eigentlich den Kindern heutzutage in der Schule beibringen? Was ist eigentlich, worauf kommt es eigentlich an? Also ich glaube erstmal, wo wir gerade beim Finanziellen waren, was du gerade gesagt hast. Ja. Guck mal, hier ist schön, oder? Soll ich da mal hinfahren? Ich fahre noch mal ein paar Meter zurück. Oh, ey, Leute, das ist leider, wir müssen jetzt kurz mal aussteigen. Weil zum Erwachsenwerden gehört auch einfach mal genießen. Auch mal aussteigen. Freunde, bevor wir das Thema weiterführen, drehen wir mal kurz eine Runde mit euch draußen und zeigen euch mal, in was für einer schönen, naturischen Welt wir hier eigentlich gerade unterwegs sind. Sollen wir kurz ausmachen? Kamera? Juhu! Bis später. So, Freunde, mal ganz kurz als Zwischenthema, nur um euch mal kurz zu zeigen, wo wir uns hier befinden. Ist das nicht also wirklich ein Traum? Ich finde, guck mal her hier, guck mal an meine rechte Seite. Ich finde, das ist auch einfach, so müsste man eigentlich eine Folge Hübsche Söhne drehen. So, ja, das ist einfach so von unten so. Guck dir das doch mal an da hinten, die Bäume, wie hoch die sind. Ist das nicht schön? Das ist absolut. Also ich finde es traumhaft, gerade auch einfach. Das ist einfach auch mal auch diese... Leute, wir nehmen euch mal kurz eine Runde mit und warten schon mal durch den Wald. Auch wir müssen mal abschalten. We'll be right back.
Durch das mal an. Ey, das ist der Wahnsinn, oder Norm? Mal hier. Oh, das ist echt. Also diese 8 Stunden Fahrt haben sich echt gelohnt. Bis ans Ende der Welt. Guck, durch das mal alles hier an. Dreh mich hier nochmal um. Oh, cool. Das ist ja schön zu ackern, wa? Das ist man ja eigentlich gewohnt, man kennt nur den harten Beton aus der Stadt. Ich sage euch, das hier ist genau das absolut wirklich, wisst ihr? Das ist wirklich geil für mich. Hast du eigentlich ein Schnittchen mitgenommen? Nee. Keine Schnittchen? Nee. So Freunde, das war jetzt unsere kleine Tour durch den Wald. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir werden euch auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir solche schönen Sachen hier erleben und sehen können, mitnehmen, damit ihr uns begleiten könnt und wir quasi euch mit der Sonne begleiten. Raus in die Natur, raus in eine Welt, wo die Luft noch echt riecht. Und nicht wie Piets Furze manchmal im Auto. Meine Mutter würde jetzt auch sagen, Mensch, du hast aber schön Farbe gekriegt. Und das stimmt auch. Und deshalb kann ich euch nur den Tipp geben, fahrt öfter mal raus aufs Land, macht euch mal ein paar schöne Tage und genießt auch mal ein bisschen die Stille. Ich würde sagen, wir gehen wieder ins Auto. So, könnte das hinhauen, ne? Sieht gut aus. Oh. Wir hoffen, euch hat unsere kurze Tour durch den Wald gefallen. Ja, ihr konntet mal ein bisschen einen Einblick erhaschen von dem, was wir heute hier alles schon gesehen haben. Genau. Also ist ja, ist schon krass, ne? Und ich meine, das ist nicht so weit weg alles. Und das ist auch so ein Ding zum Erwachsenwerden. So, wo wir wieder zurück beim Thema landen. Mhm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass einem in der Schule nicht beigebracht wird, wie man eine Steuererklärung zu machen hat oder wie Steuern generell funktionieren. Und was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, wie man sich um seine Altersvorsorge zum Beispiel kümmert. Weil ich muss persönlich aus meiner Warte sagen, ich habe niemanden in meiner engeren Umgebung gehabt, der mich darauf hingewiesen hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ärgere mich, dass ich damit nicht schon so mit 20 angefangen habe. Okay. Und deshalb stelle ich jetzt einfach mal die Frage in den Raum, was müsste man denn den Kindern eigentlich beibringen heutzutage in der Schule? Also, ich bin für Steuererklärung. Rechnungen bezahlen, Rechnungen schreiben, also diese ganze mit Briefen umzugehen. Ja, genau. Also wisst ihr so, ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich. Jeder hat schon mal einen Brief bekommen. So eine Sache, einfach so verantwortungsvoll mit dem ganzen Zettelkram umzugehen. Überhaupt diese ganze, weißt du, du lernst mal in der Schule Subjekt, Prädikat, mathematische Sachen, Physik, hast du nicht gesehen, Winkel, ja. Geodreieck. Ja, aber was du nicht lernst, ist, was auf dich wartet, wenn du nach der Schule mit der Ausbildung fertig bist. Richtig. Ich glaube, die Leute, die sind heutzutage weder in der Lage, Verträge zu lesen, noch welche ordentlich zu unterschreiben oder wie nimmt man einen Kredit auf oder keine Ahnung. Ich meine, gut, das sind jetzt alles sehr mathematische Themen irgendwo, so halt. Ja. Ja, man kann sicherlich auch noch in andere Richtungen denken, aber das ist so ein Thema. Was auch ein Thema ist, mal so... Entschuldigung. Ja, bitte. Thema Wohnung. Genau. Ja, kostet Geld, kostet Miete, wesentlich. Aber was ist warm, was ist kalt, Kaltmiete? Was kommt noch dazu? Was sind denn Nebenkosten? Wieso Heizung? Was tippt das für Heizungsarten? Ja, so blöd wie klingt. Ja. Dann auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, ist auch Bereich Eltern werden. Kinder kriegen. Wann, wie, wo, wie stülpe ich mir ein Kondom über? Ich meine, ich weiß nicht, klar, wir hatten mal Sexualunterricht gehabt. Sexualkunde. Ja, da lernst du, wie so Pickel entstehen und dann kriegst du da so ein Holzding hingestellt. Und richtig, dann mal so das war einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl zu meiner Schulzeit und da möchte ich jetzt nicht alle Lehrer mit abstrafen, aber ich habe einige Lehrer gehabt, die auch das Wissen nicht so Premium vermittelt haben, wie ich mir das manchmal wünschen würde. Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt so Lehrer, denen macht es eher Spaß, den Kindern zu erzählen, dass sie dumm sind und es auf die Reihe kriegen, als in denen zu fördern, dass man sich anstrengen muss. Und fördern ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich dazu auch sage, ich bin von diesem Schulsystem, was wir so im Normalfall haben, sowieso überhaupt kein Freund. Es gibt ja auch noch alternative Schulsysteme, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber warum muss ich in Deutschland meinen 24 Kilo schweren Rucksack jeden Tag zur Schule schleppen? Warum kriegt man Hausaufgaben auf, ja, bis 14 Uhr in der Schule als Kind, ja, und musst dann nachmittags noch 2 Stunden deine Hausaufgaben machen? Dann wirst du noch zum Geigenunterricht geschickt und zum Klavierunterricht und zum Fußball und dann auch noch zum Basketball und so weiter. Hast du als Kind nur zu tun, Alter? Bist ja nur beschäftigt den ganzen Tag. Ja, aber ich finde es richtig, dass Kinder beschäftigt sind. Beschäftigt, gerade ja. Gerade so Sportvereine und so, das ist ja voll wichtig für, ja, Alter. Finde ich auch. Ja, finde ich auch super. Gar keine Frage. Nicht falsch verstehen. Aber es artet immer mehr in Verpflichtung aus, finde ich. Und geht immer weniger in diese Richtung. Ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht so eh noch früher war alles anders machen, aber wie viele Kinder kennt man denn heute noch, die mal draußen 2 Stunden rumlungern und mit Matsch spielen? Kommt aufs Alter drauf an. Ich glaube mit 12, 13, sobald du weißt, wie ein Smartphone funktioniert, machst du das nicht aber mehr, das aber halt mit 7, 8. 12, 13 ist nicht das Alter, wo du lernst, wie ein Smartphone funktioniert, sondern das lernst du schon mit 5 oder 6.
Echt? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Klar können die dann noch nicht diese Spiele spielen, wo man lesen muss. Das ist in meinem Umfeld anders. In meinem Umfeld ist das auf jeden Fall, sehe ich das sehr oft. Aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Mir geht es ja so ein bisschen mehr um die Schule. Ja, was halt in der Schule irgendwie fehlt. Und da habe ich halt einfach das Gefühl, dass man immer sagt, in der Schule soll man aufs Leben vorbereitet werden, aber eigentlich wirst du überhaupt nicht aufs Leben vorbereitet, sondern du wirst irgendwie nur mit Wissen vollgestopft. Vielleicht hat sich das ja auch schon verändert. Nee. Ja, ich war ja schon eine Weile nicht mehr dort. Ich habe das Gefühl, die Schule selber, so wie sie aktuell ist, das, was ich mitkriege noch, ne? Ich gehe natürlich nicht mehr in der Hand dafür ins Feuer, weil wir sind nicht mehr in der Schule. Weil das, was ich mitkriege, ist tatsächlich nicht sehr lebensvorbereitend. Du hast überhaupt gar, du hast, wenn du nach der 10. Klasse oder Abi aus der Schule kommst, hast du keinen Plan. Null. Genau. Du musst dich darauf verlassen, dass deine Eltern dir das genau. Und das ist halt einfach nicht immer gegeben. Nicht jeder hat irgendwie Eltern aus einer akademischen Laufbahn, die irgendwie selber irgendwelche karrieremäßigen Sachen erreicht haben oder die, keine Ahnung, kann auch in eine andere Richtung ausschlagen, aber weißt du, die einfach selber diese Laufbahn haben, die sie an ihre Kinder weitergeben können. Aber die Frage ist jetzt, wie kann man es besser machen? Naja, haben wir ja gerade schon ein paar Vorschläge gemacht, was man eigentlich den Kindern in der Schule... Ja, aber auch so vom Schulalltag her. Also ich bin halt persönlich der Meinung, Hausaufgaben auf jeden Fall weg. Warum? Schulbücher weg. Naja, weil letzten Endes, guck mal, das ist doch so wie auf Arbeit. Willst du Arbeit mit nach Hause nehmen? Nö, du bist dort. Also in Deutschland herrscht Schulpflicht. Das heißt, du bist eigentlich verpflichtet, als Kind zur Schule zu gehen, soweit ich weiß. Und dort verbringst du ja auch, ich glaube, wie lange hat man Schule? 6 Stunden oder sind das sogar 8? Kommt drauf an. Ich glaube, dass das dann, wenn man älter wird, sogar noch mehr werden. Ne? Und das ist ja im Prinzip wie so ein, eigentlich wie ein Arbeitsalltag. Warum muss ich dann jetzt noch Sachen mit nach Hause nehmen und dort auch noch weiterkloppen? Also für Prüfungen lernen und so, gar keine Frage, ja, muss sein. Und dann gibt da, weil es da auch einfach Kinder gibt, die müssen nicht so viel lernen und dann gibt es Kinder wie mich. Ach, das heißt also, wenn du jetzt eine Arbeit schreibst, hast du zu Hause zu lernen. Ja, aber jetzt ja, sowas wie, ihr nehmt das jetzt mit nach Hause und also, zu Hause schreibt jemand nochmal alles auf, ist Blödsinn. Du musst, nein, ich rede von klassischen Hausaufgaben, weil ich im Prinzip, vielleicht kann mir auch das Prinzip Hausaufgaben irgendjemand erklären da draußen, ja, und dann verstehe ich das. Haben wir anders. Lehrer bei uns? Dann ist so dieses Prinzip, Bücher schleppen dahin und so weiter. Finde ich auch scheiße. Dann ein bisschen mehr lebensvorbereitende Fächer mit einbauen. Auch so blöd wie es klingt. Aber auch Fächer, die ein bisschen die Kommunikation fördern. Also wegen meiner philosophischen Themen oder sowas. Ja? Sich einfach mal hinzusetzen. Ich kann mich im Geschichtsunterricht, kann mich noch daran erinnern, im Geschichtsunterricht wurde uns eingeprügelt, wie der Erste Weltkrieg gekommen ist, wie der Zweite Weltkrieg, was da passiert ist. Und die haben den da über den Jordan gejagt und dann ist das passiert. Ja? Mhm. Und die haben uns damit vollgestopft. Dich hat ja das Thema Weltkrieg immer sehr interessiert anscheinend. Ne? Also du bist ja, oder danach, also auf jeden Fall bist du ja in dem Bereich sehr gebildet. Ich ja überhaupt nicht. Mir wurde da Wissen eingebläut, was zwar interessant ist und sicherlich auch wichtig ist, um eine Identifikation von mir zu meinem Land und so weiter irgendwo zu finden oder abzusteifen, aber sich mal hinzusetzen und darüber zu reden, wie kann es dazu kommen, wie entsteht sowas, warum entstehen solche Kriege auf der Welt, ja? Warum gibt es Armut und Hungersnot und dies und das und warum baut einer eine Atombombe und ist jetzt Albert Einstein daran schuld oder nicht? So einfach Sachen hinterfragen. Genau, dieses Hinterfragen. Einfach mal, um dann den Kindern zu erklären, ey, stell mal vor, es Krieg im Kinderhit hin. Ist scheiße, ist blöd, machen wir nicht. Ihr müsst nicht so denken und ihr müsst auch später euren Kindern nicht genau das beibringen. Ja? Und das sind auch so Sachen, die fehlen. Also philosophische Themenfächer oder wegen meiner muss man das nicht in Fächer unterteilen. Man kann auch wegen meiner sagen, gut, wir machen jetzt halt mal 2 Monate einen Philosophiekurs. Und einfach so eine Leute, also auch soziales Verhalten den Kindern beibringen. Wegen meiner auch so ein bisschen benimmt. Oder wie behandelt man eine Frau? Also, tatsächlich so blöd wie klingt, ja. Oder beim Thema sind. Ich hätte bestimmt cool gefunden, wenn mein Lehrer mir beigebracht hätte, dass man auch mal die Tür aufhalten kann. Nee, das musst du erst durch harte Niederlagen selber anfangen. Ja. Sich Sachen selber raussuchen. So leicht ist es so. Wie komme ich am besten mit der Tram zur Schönhauser ins Kino? Oder scheint ein riesiges Problem zu sein. Also für uns ist es ganz einfach.
Google anschmeißen oder eine App runterladen und was weiß ich. Also mir fallen 50 verschiedene Lösungswege für dieses Problem ein. Genau. Die Jugend nicht. Die kommen nicht auf die Idee zu googeln. Die kommen nicht auf die Idee, sich eine App runterzuladen. Obwohl die den ganzen Tag vorm Smartphone hängen, vorm Internet, haben die keine Ahnung, wie sie ein Problem lösen können. Ich finde halt zum Beispiel dieses Thema Technik finde ich auch halt sehr interessant. Ne? So klar, wir haben in unserer Gesellschaft sicherlich irgendwo ein Smartphone-Defizit. Ich würde jetzt nicht, Problem nennen, ist vielleicht auch ein bisschen krass. Ne? Smartphone-Defizit? Ist auf jeden Fall. Was ist das denn? Smartphone-Problem, meine ich. Also auf jeden Fall ist es ja so, dass wir immer mehr feststellen, dass alle um uns herum nur noch auf ihre Smartphones gaffen und den ganzen Tag in dieser Welt sind. Ja? Ja. Und das ist einfach eine Sache, die kannst du jetzt nicht wegreden und die wird auch nicht besser davon, indem sich die Älteren über die Jüngeren aufregen und sagen, damals gab es das bei uns nicht. Das heißt also, man muss das Problem mal greifen und auch da mal mit den Kindern reden. Ja? Und einfach denen dann halt mal zeigen, wie man diese Dinger ordentlich benutzt. Welche Daten die dort rausjagen ins Internet. Ja? Wenn die dann... weiß ich nicht, bei Facebook irgendwelche Scheiße hochladen, wer das alles sehen kann. Thema Datenschutz und all so ein Kram, was passiert mit den Daten? Da wird auch keiner aufgeklärt, wird einfach gemacht. Richtig das, weil weg wird es nicht gehen. Ja. Aber man kann ja bewusst damit umgehen. Oder wie das einfach, wie man den Schmerz verkraftet, wenn man 4 Wochen bei Tinder angemeldet ist und kein Match bekommt. Oder was passiert, wenn ich eine Nachricht schreibe und bei WhatsApp die 2 blauen Haken nicht sofort kommen? Genau, wie gehe ich damit auch psychologisch um? Ja? Kann ich das verkraften als Mann, wenn die Frau 2 Wochen braucht, um zu antworten, wenn du eine Nachricht schreibst? Kennst du noch früher? Männer immer sofort, oh, die hat geschrieben, muss sofort antworten. Weg, Frauen dann so 2 Stunden später, bing. Ja. Ich weiß, ich mal, da war die ganz neu, ein Telefon, ein Handy. Und da war ich mit meinen Eltern, da waren wir im Urlaub in der Tschechei oder so. Und ich hatte mein Handy nicht dabei und ich weiß noch, wir waren 2 Wochen weg. Und als ich wiederkam, war ich schon total aufgeregt, ey, wie viel SMS ich wohl bekommen habe. Und hast du nicht gesehen, ne? Ey, nicht eine. Da war nicht eine SMS auf meinem Telefon. Ja, und ich war total traurig, weil ich dachte, ich krieg jetzt die übelsten SMS. Und wir haben übelst viele Leute geschrieben, yo, was machst du? Keiner hat sich vermisst. Ja, wirklich, niemand. Aber das war aber auch damals überhaupt nicht schlimm. Ja, Freunde, wenn ihr dieser Diskussion beitreten wollt, freuen wir uns natürlich. Gib mal euren Senf dazu ab. Ja, wir müssen doch mal ernst kurz mal sein. Das ist halt einfach auch mal so ein paar, weil irgendwie sind wir jetzt ja Teil davon, weil das Format, was wir hier machen, das guckt ihr euch ja wahrscheinlich auch irgendwo an. Und auch das gehört für mich dazu, die Sonne auf die Erde zu bringen. Die Sonne ist überall. Ja, das kann man nicht wegreden. Jeden Tag haben wir zwei, durch unseren unendlichen Bekanntheitsgrad, haben wir zwei jeden Tag die Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen. So sieht's aus. Und diese Chance, die sollten wir einfach nicht missen. Klar. Ich finde einfach, wir haben mittlerweile die Verantwortung, den Leuten da draußen was beizubringen und was mitzugeben. So. Wir können hier nicht einfach den ganzen Tag nur Unsinn machen. Was denkst du, was wir da für eine Generation heranzüchten, für Menschen? Ja, weil uns wurde nicht in der Schule beigebracht, wie man sich ordentlich verhält, wenn man einen YouTube-Kanal aufmacht. Nee. Und was ist bei rausgekommen? Der Kacketurm zum Beispiel. Diese Kacketurm-Folge, die wird mich noch ein Leben lang... Wahrscheinlich wird mein Chef irgendwann zu mir ankommen und sagen, Patrick, pass auf, also das mit... Wir müssen da uns mal unterhalten. Mit diesem YouTube-Ding... Entscheide dich. YouTube oder Arbeit. Genau. Dann ist meine Entscheidung natürlich vollkommen klar. Ja, vollkommen logisch, ne? Aber erst bei 500 Followers. Ja, erst wenn der YouTube-Dollar richtig rollt, Alter. Wenn wir richtig am Öl sind. YouTube-Rubel richtig rollt. Freunde, wir haben diesmal nicht so viel gelacht, aber das ist auch mal wichtig, dass wir auch mal über sowas reden, weil viele haben von euch wahrscheinlich schon Kinder und müssen auch ein bisschen gucken, wie sie die erziehen. Und, genau, und auch dabei helfen wir euch bei der Erziehung eurer Kinder. Ihr könnt die auch mal zu uns bringen für 2 Stunden. Richtig. Und wenn die wiederkommen, dann habt ihr da komplett neue Menschen. Wir brechen sie und bauen sie wieder auf. Bootcamp. Moin, mach mal zu, ich muss hier Auto fahren. Alles klar, wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche, würde ich sagen. Ich habe ja, also wahrscheinlich ist das doch eher deine Befürchtung, aber ich glaube ja, nach diesem ganzen Zeug, was wir schon so gemacht haben, diese Intelligenzschiene ruft uns Kinder ab. Aber was man auch wisst, was ich gerne noch so ein bisschen hoffe, ist ja, ich habe früher in der Schule auch immer einen Typen, über den man gesagt hat, das ist so ein Arschloch. Den konnte man niemals in der Schule leiden. Ja. Ne? Aber dann gab es irgendwann mal den Moment, wo du ihn mal privat getroffen hast auf dem Dorf, so unter 4 Augen, und hast gesagt, ey, Alter, mit dem. Kann man machen? Mit dem kann man richtig toll reden, der ist richtig intelligent. So, und ich habe so das Gefühl, bei uns ist das genauso. Du meinst, also wir müssen quasi dafür sorgen, live an die Leute zu gehen. Damit die uns mal in echt treffen. Ja, wenn die uns in echt treffen würden und mal sehen, dass wir einfach total nette, normale Menschen sind, ja, dann würden die auch sagen, hey, die beiden,
das ist hier, die machen einfach nicht immer nur den ganzen Tag Blödsinn, sondern die sind auch wirklich ernstzunehmende Gesprächspartner. Ja. Ja? Ich glaube, also ja, können es ja versuchen, aber ich glaube so richtig. Glaubst du nicht dran? Doch, ich glaube nur, dass uns die Kinder abkaufen. Die Leute gucken sich das jetzt hier gerade an und denken, nein, was jetzt hier gar nicht so tun.